gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Super von Ronaldo. Die kurze Variante. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Mbappé. Jetzt Neymar am Ball. Paredes. Toller Pass. Daraus wird leider nichts. Ronaldo. Das war halbherzig, dieser Zweikampf. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Und er pfeift abseits. Moise Kean. Ballverlust PSG. Cristiano Ronaldo. Klasse Chance jetzt. Er ist noch heiß. Klasse Zuspiel. Die Riesenchance. Vielleicht jetzt. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Eckball. Ecke in die Mitte. Köpft den Ball wieder zurück. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Schönes Zuspiel hier. Das ist abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Ramsey. Ronaldo. Federico Chiesa. Flanke jetzt. Gute Aktion, gut geklärt. Federico Chiesa. Cristiano Ronaldo. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Nummer 7, Cristiano Ronaldo. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Ja, mit viel Übersicht. Geht dazwischen und hat den Ball. Er passt ihn auf den Flügel. Pass von Cristiano Ronaldo, da sind sie da. PSG über außen, da ist Platz. Marco Verratti. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Da oben, der fordert den Ball. Da haben sie das Tor noch nicht. So also weiter dieser klare Rückstand, aber... Das sah gut aus. Ja, Wolf, ich glaube auch, die können hier noch mal rankommen. Moise Kean. Paredes. Mbappé. Mbappé mit dem Pass. Chance lebt noch. Tor durch Neymar. Wunderbar, er gehört halt wirklich zu den Besten und das zeigt er gerade auch in diesen Spielsituationen. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Richtig gut hier von Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Ball ist jetzt erstmal raus, gute Parade. Und Neymar. Ja, guter Pass. Angel Di Maria. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Marco Verratti mit dem Ballverlust. Da geht er dazwischen. Da ist Verratti zur Stelle. Jetzt versucht es das Heimteam. Nur noch der Torwart vor sich. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Ronaldo. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Den muss Cristiano Ronaldo machen. Junge, war das knapp. Ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Und jetzt Verratti. Jetzt ist er durch. Das ist noch gefährlich. Vorne der Ballgewinn.
Moise Kean! Sie machen das Tor! Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse Aktion. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben sie sich selbst zuzuschreiben. Alles wieder offen hier. 2-2. Und die Möglichkeit. Er trifft den Außenpfosten. Und der Ball ist draußen. Und Ferrati. Ferratis Zuspiel abgefangen. Da lasse den Ball gut laufen. Die Gelegenheit. Oh, sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Und den Ball macht er natürlich. Keine große Aufgabe mehr. Und jetzt muss PSG hier passende Antworten finden. Nummer 7, Cristiano Ronaldo. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Balleroberung durch Chiellini. Super Pass. Dybala muss es machen. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Kein Problem hier. Das Tor macht er ganz abgeklärt. Viel passiert in Hälfte 1. 6 Tore haben wir gesehen. 4-2 steht. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Ganz energischer Einsatz. Ramsey jetzt am Ball. Das könnte die Gelegenheit geben. Gehalten von Navas. Das war eine Riesenchance. Da bleibt der Sieger. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieben. Tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Nummer 7. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5-2. Pass auf die Außenbahn. Ronaldo am Ball. Rabiot. Ronaldo. Flanke von Cristiano Ronaldo. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Und er ist drin. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Jetzt können sie den Angriff starten. Cristiano Ronaldo! Eine klasse Parade von Keylor Navas. Der lässt sich nicht überrumpeln. Den hat er gehalten. Und das gibt Einwurf für PSG. PSG verliert den Ball. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Die scheinen wirklich geschockt zu sein. Gute Chance. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Ein tolles Tor. Absolut, Wolf. Das war überragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. Sage und schreibe, 9 Tore sind es jetzt, also bisher. 6-3 steht's. Abgepfiffen, Freistoß für Paris Saint-Germain. Moise Kean. Abgefangen von Chiellini. Oh, das könnte was werden. Oh, direkt noch ein Tor, Doppelschlag. Aber noch liegen sie hier weiter hinten.
den Schwung wollen sie jetzt natürlich mitnehmen. Da waren sie wohl noch geschockt vom Gegentor und dann klingelt es gleich wieder. Ein richtiger Nackenschlag, zwei Tore in so kurzer Zeit. Noch ein Tor, 6:4 steht es in gefährliche Szene. Na, was mit der Parade, Ball noch im Spiel. Da oben, der fordert den Ball. Dybala. Ballverlust PSG. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Vielleicht der Anschlusstreffer. Gehalten von Chessy. Weiter gefährlich. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen sie, bei wem sie sich bedanken dürfen. Mbappé. Er holt sich den Ball. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da, der Konter. Ramsey. Was macht er draus? Holt sich den Ball im eigenen 16er. Federico Chiesa. Flanke für Dybala. Da können sie erstmal klären. Keine Gefahr mehr. Vorerst zumindest. Gefährlicher Pass von Mbappé. Das Anspiel auf Neymar. Gute Aktion, Spiel raus. Ball im Aus, gibt Einwurf für Paris Saint-Germain. Jetzt Ramsey. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Da wäre Platz für den Konter. Gute Chance für eine Flanke. Ah, da geben sie den Ball ab, so wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Jetzt die Maria am Ball. Die Maria mit dem Ball. Ballgewinn, gefährliche Position. Neymar. Klasse Tackling. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Auf Außen ist Platz. Sie suchen Cristiano Ronaldo. Gut aufgepasst. Der hat die Flanke. Sie verlieren den Ball. Nun Ronaldo. Clever gemacht. Gute Aktion. Flanke von Cristiano Ronaldo. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Abgepfiffen. Freistoß für Paris Saint-Germain. Keine optimale Distanz, aber wir gucken mal auf Neymar. Ich traue dem zu, dass er es direkt versucht. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Dybala mit Platz. Flanke kommt von Dybala. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Und PSG bekommt hier den Freistoß. Ah, da müssen sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Drin ist der Ball. Alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Na, was mit der Parade? Ball noch im Spiel. Was für eine Chance. Und dann knallt der Ball ans Aluminium. Da haben wir das bis hier oben scheppern hören. Kimpembe. Jetzt Verratti. So, damit ist diese Partie also zu Ende. Und für Paris Saint-Germain ist es hier eine Niederlage geworden. Schon erstaunlich, dass sie hier so untergehen. Damit hätte ich in der Form nie gerechnet.